Howdy Folks und willkommen zurück zu Coral Island Staffel 2. Zweiter Tag oder dritter. Tschüss. Zweiter Tag. Wir machen noch nicht zwei Felder. Ich bin kaputt. Ich muss mir zuerst ausbauen. Stein im Knur. Jetzt brauchen wir noch 50 Holz. Aktualisiert. Warum bist du da unten? Geschlossen, schon früh. Neu gestaltet. Shiitake. Fünf Zuckerbaumsamen. Walter. Sieh an. Wenn dir mal nicht. Seit neuestem das Grundstück. Grundstück gehört. Grundstück. Oder sollte ich die Farm sagen? Klar, die Farm. Tut mir leid, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Walter. Ja. Der Walter. Okay. Da. Hast du gerne Blumen? Du gerne Farben? Nein. Ist das sicher Rucola? Ja. Ich hab das Weilchen gegessen. Verdammt. Uh-uh.
Guten Morgen. Kommst du da alles hier? Ja, ich habe noch nicht gesehen. Hä? Oh, du bist zurückgekommen. Mein Onkel hat mir von der Zeit locker der Schreiber. Los, Schnurrbart. Nein. Ich bin übrigens auch erst letzten Winter der Arbeit wegen hierher gezogen. Hey, Jocker. Hoffentlich regnet es bald. Hallo. Bitte bediene ich. Aufwertung. Ja, Stiegel. Mir gefunden. Das. Das gefällt mir. Klasse. Danke, ich mache mir gleich an die Arbeit. Lübling, eine leichte Planänderung. Rucola-Salt hat alle Baumaterialien dabei. Lass uns zur Farm gehen und die Hütte von Rucola reparieren. Oh, das ist total stark. Dann mal los. Linda und Joko fangen an, dein Haus zu reparieren. Was sagt man dazu? Sieht viel gemütlicher aus und fühlt sich auch so an. Los jetzt, mach schon, hilf mir, deine Sachen reinzubringen. Das alte Ding war echt schwer. Wir sind fertig, was meinst du, Rucola? Sieht brandneu aus, danke. Gut ist das. Ich würde sagen, dass wir das besser können. Zieh nur kein schimmeliges Holz mehr. Wir haben alles ausgetauscht. Außerdem habe ich ein neues Fundament für das Haus gebaut. Das heißt, jetzt ist es stabil genug für mehr Möbel. Du kannst mit der Dekoration anfangen, damit es wohnlicher wird. Wir sind die Besitzer eines Möbelwagens in der Stadt. Aber wir haben nicht mehr so viel Auswahl wie in letzter Zeit. Weniger Touristen vorbeikommen. Niemand kauft was, weißt du? Schau doch mal vorbei, vielleicht findest du etwas, das dir gefällt. Wenn du möchtest, können wir direkt dorthin gehen. Alles klar, das reicht. Du schüttest den Neuankömmling noch ein. Oh, entschuldige, da ist es wohl mit mir durchgegangen. Wir lieben diesen Laden. Es arbeiten sogar einige meiner Cousins von mir dort. Das ist ein Familienbetrieb. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Zeit hast. Er ist mitten in der Stadt, sollte also nicht schwer zu finden sein. Okay, das ist erstmal alles. Liebling, hast du denn nicht etwas vergessen? Ach
Ach ja, der Fernseher. Wir haben auch einen Fernseher für dich, Rucola, und zwar völlig kostenlos. Er ist alt und klobig, aber funktioniert noch einwandfrei. Und er empfängt jede Menge Kanäle. Wie diesen Wetter. Naja, manchmal muss man ihn mit einem Schlag im 60 Grad Wind verpassen, so ungefähr. Die Kanäle sind sehr hilfreich. Der Wetterbericht des Wetterkanals zum Beispiel, dann kannst du an regnerischen Tagen aufs Gießen und Angeln verzichten. Ich weiß ja nicht, was du sonst so machst, aber du weißt, was ich meine. Außerdem laufen verschiedene Sendungen. Ich liebe sie. Bei manchen bekommt man nützliche Tipps, wenn man genau aufpasst. Ich schätze, das war's erstmal. Wir sehen uns, Rucola. Bis dann. Vergiss das Möbelhaus nicht, okay? Dein Haus ist größer geworden. Wettervorhersage. Nass und regnerisch. Regnet's. Mein Landwirt wird Jeff Smith. Wenn es regnet. Nice. Ja, habe ich schon geschlossen. Thank you.
Shiitake. Nenn mich einfach Jack. Ich kümmere mich um die örtliche Ranch. Ein Grundstück bietet viel Platz für die Viehzucht, wenn du dich einmal eingerichtet hast. Könnten wir ja vielleicht über Tierzucht reden. Bist du neu in der Stadt? Bist du erst nach der Ölkatastrophe hierher gezogen? Ich bin Sarah, man sieht sich. Oh, es ist schön, danke, dass du es mit mir geteilt hast. Geschlossen. Pausa reparatura. Grosse Gewinne. Komm, gesellig. Du hörst das Geräusch bei den Schäfern aus dem Innen. Du fragst dich, ob ein Kampf stattfindet. Diese Hütte ist irgendwie seltsam. Ich suche offenbar auch aus dem Pilze. Anblöcken. Nein, wir haben heute geschlossen. Warte aus. Out of service. Du sollst nicht hinein, du weißt nicht, wenn das Zimmer gehört. Bist du das Taro? Oh. Ich habe ihn noch nie gesehen. Bist du noch hier? Ja. Okay.
wer immer. Also Marvin, die Gerüchte doch wahr, wir kommen in die Stadt. Letzten Monat ist auch noch ein neuer Wissenschaftler in die Stadt gezogen. Ich kann mich aber nicht an seinen Namen erinnern. Dem auch sei, hoffe, es gefällt dir hier. Gute, das ist köstlich. Ja, gut, guten Appetit. Auch Blumen. Okay, die ist da auch wieder schön aussehen. Ganz schön schön. Kein Mensch in der Schule. Okay. Oh hey, schon dich wieder zu sehen. Schön, wenn wir Farmer hier sind. Wenn wir mit einer Schöpfung bekommen, ist das eine bahnbrechende Neuerung. Was? Kaiser Dieter. Oh, ein Firmenangestellter. Hier bist du ein Farmer. Was für eine überraschende Wende. Jetzt, wo der Frühling endlich da ist, kann ich wieder mit dem Sammeln von Shiitake beginnen. Dem Shiitake. Jawohl. Oh wow, vielen Dank. Lieb Shiitake. Immer noch, das ist gut. Leer und Kissfinger. Du bist eine Wandertreibe, hm? Was hast du denn hier draußen zu suchen? Übrigens, du kannst mit Paul lernen. Die Dokus hat die Friends with Wildlife. Ja, das ist meine Frau. Das ist von meiner Frau hier. Ich kann es kaum glauben, dass du darüber Bescheid weißt. Cool, cool, sehr cool. Hallo, du bist gerade auf die Hose. Willkommen in der Gemeinschaft. Ich bin ein. Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja. Crafting. Finde einen Blumenstrauß. Das sind wir dann. Bist du denn schon? Thank you.
Ja, wir kaufen noch nichts. Für den Röhr brauchst du ein größeres Haus. Das Wetter ist so schön heute, ich sollte etwas unternehmen an den Strand gehen oder so. Sonst wäre das ein verschwendeter Tag. Bonbon. Bonbons, zwei kleine ist voll, er hat wohl gerade gefressen. Hey, du bist noch in der Nachbarschaft. Ist die wohl gestorben, hä? Warst du schon in der Taverne? Frank ist die ganze Zeit dort, hab die zwei schon kennengelernt. Oh, er ist mein Ehemann. Weißt du was? Du solltest einmal bei uns vorbeikommen. Frank kommt uns etwas zu arbeiten, das klingt wunderbar, ja? Du kannst uns dann eine Geschichte erzählen. Die Backwaren hier werden jeden Tag Fisch gebacken. Keine Sorge, Rucola, das kann ich garantieren, denn ich backe das alles selbst. Eva Blumenstrand, ich danke dir, Mas. Ist abgeschlossen. Hey, Urge. Meister, der Frühling ist die Jahreszeit, ich habe nichts gemacht wegen denn. Du weißt schon, dein Steuern. Na, das war negativ von mir. Der Frühling ist schon toll. Mit all den bunten Tulpen, die auf der ganzen Schlafen aufsprossen. Hallo Ruka, schön dich hier zu sehen. Tust du nach dem Zaun mit dem höchsten Erfolg? Was kostet? Dank dem ganzen Geld, und ich habe schon alles genommen. Paco ist beschäftigt. Keine Zeit. Scheint mir eher der gechillte Pipfarmer zu sein, nicht so die Runde von meiner Rasensorte. Weißt du, was ich meine, mein Freund? Hey. Hallo, Mrs. Rucola, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Valentina. Du bist der Farmer, der so viel Land besitzt. Ich habe doch immer mit meinen Freunden gespielt. Dürfen meine Freunde nicht trotzdem auf die Farm vorbeikommen und schlafen können? Bist du wirklich die neue Person? Papa sagt, du wärst Bauer. Ist das richtig? Was für ein landwirtschaftliche Geräte hast du? Okay, glaube ich, aber warum siehst du nicht wie ein Bauer aus? Mein Name? Ich heiße Oliver, warum? Ja, ganz normaler Tag auf Twin zu schätzen. Abgesehen davon, dass du jetzt hier bist. Ich heiße Randy. Ich bin Grundschullehrer. War dein Name noch gleich? Rucola. Ah, ja, Rucola. Schön, dich zu sehen. Ist nur zu.
Kiste. Aha. Na kapast. Tot wegvrij, daar. Niet de Ausdauer. Du kannst essen, dann kann deine Ausdauer. Ja. Die Tür will essen.